So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Zaubertrick. Heute wieder mit einem einfachen Zaubertrick, den eigentlich jeder machen kann, wo man eigentlich wenig Geschick braucht. Erst führe ich ihn euch vor und dann kommt die Auflösung. Ich habe jetzt hier einfach eine runde Papierröhre, ist nichts drin. Ringsrum ist eigentlich auch nichts. Ist nichts, nicht eigentlich. Und ich habe hier noch eine rote Pappe. Diese Pappe stelle ich einfach davor, dass die magischen Kräfte wirken können und sie ein bisschen abgeschirmt werden und reflektiert werden, dass es einfach besser wirkt. Ich lege jetzt hier, also ich habe jetzt hier meine Glas, mein Tubus, meine Röhre, lege die Dings hier davor und ziehe das hier mal so hoch. Wow. Was ist da jetzt passiert? Das ist doch nur ein kleineres Ding, eine kleinere Röhre. Ja, vielleicht könnte man das auch mal brauchen, ein Schrumpfzauber. Naja, jetzt geht's zur Auflösung. Was wir brauchen ist eine kleine Röhre, eine große Röhre, habt ihr euch ja schon gedacht, und hier unsere Pappe. Wie gehen wir vor? Also wir machen uns hier die kleine und große Röhre und stellen die ein. Und ja, eines muss man noch beachten, die kleine Röhre sollte locker hier reinpassen und dürfen sich nicht verhaken. Und die große Röhre sollte etwas kleiner sein als die Pappe, sodass man, ja, das zeige ich euch dann. Jetzt fallen die hier bei mir um und, naja, die bastelt man sich da mal schnell. Kann natürlich auch eine andere Pappe sein, kann auch was ein anderer Gegenstand sein. Naja, diese tut man dann ineinander reinlegen, also die kleine Pappe, die große Pappe über die kleine. So sieht's aus, als wäre nur eine Röhre da. Nun stellt man ganz geheimnisvoll die Pappe davor. So sieht es also von der Seite aus und dann greift man hier in die große Pappe an den Rand und zieht die dann mit der Pappe hoch. So, und jetzt denkt man, es wäre nur noch eine kleine da man ja von vorne die große Pappe hier hinten nicht sieht. Also so sieht das von vorne aus. Ich greife hier ein bisschen weiter runter, fühle da schon meine Pappe und ziehe die dann hier hoch. Das war's vom Trick. Ich hoffe, euch hat er gefallen und probiert ihn doch einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal.